Auf der linken Seite im Sessel in der Mitte sitzt eine junge Frau. Blaue Augen, Stupsnase und ein Lächeln, das beweist, dass sich regelmäßige Zahnarztbesuche eben doch lohnen. Bianca. Sie ist alleine, sonst ist keiner mehr da. Der sehr blonde, sehr akkurat frisierte Pagenkopf, eine prima Judy Winter Gedächtnisfrisur. Ich vermute, dass das ihre Perücke sein muss und schon nicht mehr ihr echtes Haar. Holla, das geht schnell. Wieder muss ich schlucken. Viel Zeit für Selbstmitleid bleibt nicht. In wenigen Tagen sitze ich zum ersten Mal auf so einem Stuhl. Und dann läuft mir diese Flüssigkeit in den Körper. Bianca bekommt die Infusionen über einen Port, einen unter die Haut verpflanzten Venenzugang unterhalb des Schlüsselbeins. Die runde, 5-Mark-Stück große Beule sieht aus wie ein versteckter Betriebsschalter. Abends draufdrücken, den als Mensch getarnten Roboter in die Besenkammer stellen und morgens wieder per Knopfdruck aktivieren. Allerdings bekommen Maschinen keinen Krebs. Ich dafür aber auch bald so ein Gerät, erfahre ich gerade. Ist ratsam, so haben es mir meine Ärztin und auch Bianca erklärt, weil die chemotherapeutischen Mittel, die Zytostatika, auf Dauer die Venen am Arm regelrecht zerfetzen können. Erst recht bei meiner und auch Biancas Superwoman-Dosis. Das führe dann zu rillenartigen Gefäßvernarbungen an der unteren Innenarmseite. Aha, das möchte keiner, inklusive mir. Also, lasst mich raten, wieder eine OP? Runzel, Seufz, Leidegesicht. Wieder eine OP. Seufzgesicht. Immerhin dauert der Eingriff nur 30 Minuten und das Ganze kann ambulant abgewickelt werden. Ein Telefonat später hat mir Dr. Laugmann einen Termin für die Portoperation besorgt. Übermorgen Nachmittag. Hossa, schon wieder so fix, aber hilft ja nix. Bianca dagegen hilft sehr. Ich bombardiere sie mit meinen Fragen. Wie verträgst du die Chemo? Ganz gut. Hin und wieder etwas übel, aber nicht am Chemotag selbst, später erst. Übergeben musste ich mich bisher noch nicht.